Moin Moin und willkommen zurück im Weltraum bei Stellaris Leviathan. Ja, wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Die Technosphäre hat sich gerührt. Sendet ein Signal aus, das wir jetzt versuchen zu erreichen. Da haben wir das letzte Mal aufgehört. Wir sind bei geschlagenen 86% oder waren es 88% sogar. Ich lasse die Zeit direkt weiterlaufen. Und ich bin jetzt gespannt wie ein Flitzebogen, was dabei rauskommt. Hier könnte ich nochmal eine Flottenakademie bauen. Ja, tut ja nicht weh, kann man immer gebrauchen. Die werde ich jetzt überall nochmal bauen. Ja, die Flotte wird immer noch verbessert. Special Project complete. So, Konstantenrechner. Die Metallkugel ist geöffnet worden. Unserem Hacker-Team ist es gelungen, in eine der Hilfs-CPUs der Kugel zu nutzen. Wir empfangen einige Daten von ihr und wissen nun, dass sie das schwarze Loch, wie auch immer man das ausspricht, sehr lange scannt. Ja. Sie ist sehr alt, ach was. So, wir stehen kurz davor, den Sinn und Zweck dieses Konstantenrechners zu begreifen. Wenn wir konsequent weitermachen, können wir herausfinden, welche Funktion er hier erfüllt und wer ihn gebaut hat. Ja. Weiche Wunde. Tja. Die Haupt-CPU kontaktieren. Haupt-HDD hacken und alle Daten abrufen. Selbstzerstörung. Nee. Hacken und alle Daten abrufen. Situation Log updated. System Survey. Da bin ich immer gespannt. 720 Tage, mein lieber Herr Gesangsverein. Also es dauert noch ein bisschen länger, bis wir rausfinden, was da los ist. Bis dahin sollte die Flotte ja dann geupgradet sein. Auf jeden Fall. Überlegen, die Informationsquarantäne wieder aufzuheben. Ups. Aber die hier sind immer noch nicht umerzogen. Die sind immer noch xenophob. Die Spinners. Der schon mal nicht mehr. Das ist ja schon mal was wert. Ja, Herrschaft nur Primärspezies. Das könnte man inzwischen, meine ich, anpassen. Nee, noch nicht. Schade. Construction complete. Tja, das übliche Problem mit den Abwanderern. Da wandert schon der nächste. So, hier ist noch ein Upgrade fällig. Mann, ist das hier ein Rumgewander. Oh,
unsere Energieproduktion hat ja jetzt ganz schön drunter gelitten, dass so viele da von den Kraftwerken abgewandert sind. Gucken, welcher unser Planeten der energiereichste Produzent ist. 21, der minus 49, 17, 32, also der beste ist er hier. Construction complete. Dann werden wir doch mal schauen, dass wir hier nochmal die Netzüberlastung reinhauen. Und ich hau nochmal eine Umerziehungskampagne rein hier. In der Hoffnung, dass die dann ein bisschen mehr wieder in unsere Ethik abweichen. Anomaly found. Oh, sehr schön. Davon haben wir jetzt wie viele schon? Das ist der dritte. Ich nutze die Zeit mal, um dass das wieder ein bisschen schneller vorbeigeht hier. Bin gespannt, inwiefern sich die Kampfkraft unserer Flotte erhöht noch. Construction complete. Krankheitsbekämpfung. Das Hauptquartier vor 1,2 Millionen Jahren das Hauptquartier der iranianischen Behörde für Krankheitsbekämpfung gewesen ist. Aha. Na toll. So ein entwickeltes Völkchen geht dann an einer Krankheit kaputt. Auch nicht schlecht. Kannst du gleich erforschen. Wie 140%? Was ist denn das für eine Technik? Construction complete. So, noch ein paar Monate. 92, um genau zu sein, bis wir Battleships haben. 5 gibt es ein besseres Physiklabor, das ist auch dringend nötig. Weil Physik hängen wir echt hinterher. Das ist unsere schwächste Forschung. Gucken, ob wir die 9 Punkte da rausholen können. Incoming Transmission. Sternkarten tauschen, ja, können wir mal machen. Da hat er die Orbitalstation gefunden, oder was? Special Project complete. Plus ein Artefakt geborgen. Construction complete.
Research complete. So, das ist das Physiklabor. Ja, das nächste kostet natürlich wieder extrem viel. Das würde in etwa so lange dauern wie das hier. Das ist extrem lange. Da müssen wir auf jeden Fall vorher noch unsere Forschungsmöglichkeiten verbessern. Also bleiben wir erstmal bei etwas Billigen. Unser General ist gestorben. Ist jetzt nicht weiter schlimm. So, einen Admiral brauchen wir, 9. So, was haben wir denn hier? Lebensdauer, Ausweichengeschwindigkeit, das ist sehr gut mit mehr Ausweichen. Und 3 Sterne und nur 37, das ist doch hervorragend. So, und wo ist er jetzt? Da unten. So, 90%. Dann dauert es nicht mehr lang. 60 Tage, 2 Monate. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Und die Flotte ist jetzt auf 14.000 gewachsen. Vorsichtshalber werde ich die nochmal darüber ziehen. Wer weiß, was da passiert. Da sind wir wieder bei dem Problem, dass das teuer ist. Special Project complete. Stopp. Bitte hört auf mit euren Versuchen. Bitte hört mit euren Versuchen auf. Ups. Hm. 'Einholen eines Pioniers'. Eine Aluminiumplakette, exhaliertes Gold. Na gut, das war jetzt nicht das, was ich mir auf... Vielleicht passiert ja später noch was. Ja, hier kommen wir erst weiter, wenn hier mal genug Leute sind, dass hier nicht mehr ab, also hier muss dann aufgehört abgewandert zu werden, wenn hier dann genug Leute sind. Okay, rüsten wir erstmal die ganzen Labore durch. Achso, das habe ich noch gar nicht abgegradet. Physiklabor. Tja, dann bauen wir hier noch ein Kraftwerk. Und tja, da ist dann auch wieder einer über.
So, und damit können wir uns die Flotte im Einsatz jetzt leisten. Und ich werde jetzt hier unten hinfliegen. Und wenn ich da erstmal angekommen bin, dann werde ich mich um den Dimensionalhorror kümmern. Mal gucken, ob ich diesmal irgendwie eine Beule reinhauen kann. Viel dran ändern. Es fehlt an Leuten. Dabei haben wir eigentlich schon 91 Bewohner. Damit sind wir, glaube ich, schon ziemlich gut dabei. Können wir mal gucken, wer uns hier Konkurrenz machen kann. 59, 73. Das ist aber die stagnierende Herrschaft. 127. Der ist sogar besser als wir. Auf 11 Welten. 72. Auch nicht schlecht. 86. Oh, wir haben sogar mehr. 297. Ups. Okay. Da kommt, glaube ich, keiner ran. Muss auch nicht schlecht hier. Ebenbürtig. Erst unterlegen. Sind alle nicht so richtig begeistert hier. Gucken wir nochmal, die sind in der Eisenzeit. Atomzeitalter, aber das sind die Jungs, ja, hier oben. Wenn ich die natürlich jetzt kriege, dann ist hier zappenduster mit dem auf jeden Fall. Da warte ich noch ein bisschen, bis ich gegen den anderen an kann. Bronzezeit, das dauert noch ewig. Eisenzeit. Bronzezeit. Ich könnte jetzt natürlich hochholen ins Weltraumzeitalter. Aber ich denke, da warte ich noch ein bisschen mit. Weil erstmal dauert das ewig. Auf dem Level. Wenn die so niedrig sind. Und ich muss da die ganze Zeit rein investieren. Dann nehme ich jetzt lieber erstmal die Forschung so raus. Na, die Fraktion hier hat sich schon fast wieder aufgelöst. Hervorragend. Da ist wieder ein Wissenschaftler gestorben. Vorzugsweise ein mit Feldmanipulation. Mal gucken. Haben wir natürlich nicht. Materialien, Weltraumkunde, kein mit Allgemeinbonus. Weltraumkunde. Was brauchen wir denn sonst an Forschern? Weltraumkunde, sehr gut. Dann nehmen wir den mit Weltraumkunde. Da. Stellen den ein. Setzen den hier rein. Und den mit dem allgemeinen Bonus da oben. So. Können wir die Forschungsboni hier wieder optimal ausnutzen. Na, es bleibt erstmal stabil. Ich hoffe, es wird echt nicht mehr schlimmer hier. So, aber
Die Friedensfrist für ihn hier müsste bald auslaufen. Ja, nächstes Jahr im Juli können wir dann Krieg erklären. Und dann werden wir ihn, wenn es geht, direkt komplett vasalisieren und dann irgendwann ins Reich integrieren. Sonst müssen wir es in zwei Teilabschnitten machen. Aber währenddessen versuche ich hier noch den dimensionalen Horror beizukommen. Ob das klappt, ich lasse mich überraschen. Diese Abwanderung geht mir echt auf den Keks. Aber okay, wir haben freie Migration gestattet. Müssen wir mit klarkommen. So, die Flotte dürfte jetzt bald mal da sein. Sollte hier hinten auch mal die ein oder andere Warpstation noch bauen, glaube ich. Zumindest mal noch so eine mitten rein hier. Da bin ich jetzt echt gespannt, ob wir den dimensionalen Horror ankönnen. Ich hoffe ja nicht, dass der gewandert ist. Weil dichter ran als hier kommen wir nicht. Das muss jetzt klappen. So, wollen wir mal schauen. Tage noch. Ein Forschungsschiff ist in der Nähe, ja. Kurz Pause machen. Ja, ein Forschungsschiff ist in der Nähe, nur zur Sicherheit. So, jetzt auf hier mit Gebrüll. Wir sind direkt in Feuerreichweite. Oh, die Jäger kann der auch so zerlegen. Das ist ja krass. So, jetzt kriegt er den ersten Beschuss ab. Er bekommt Schaden. Boah, hat der viele Trefferpunkte. Ist das krass. So, jetzt ist alles in Feuerreichweite, was wir haben. Ob wir das schaffen, ich weiß nicht. Oh, oh, oh. Das schaffen wir nicht, das ist, wir verlieren. Rückzug. Aua, haben wir da Schiffe verloren jetzt. 10 Kreuzer, 30 Korvetten und 10 Zerstörer. Das tut weh. Okay. Direkt Schiffe schon mal nachproduzieren. Leider kann ich nicht sehen, welche Kreuzer jetzt fehlen. Ich baue einfach mal wieder 50-50.
Und wie viele Korvetten waren es? 30? Construction complete. Ich frage mich gerade, ob ich die Korvetten durch was anderes ersetze. Na, ich lasse das erstmal offen. Vielleicht ersetze ich die wirklich durch was anderes. Muss jetzt meine Energie hin verschwunden. System Survey complete. Können die Sektoren etwa meine Energie klauen? Ich wage es zu bezweifeln. Ne, die haben ja auch selber genug. Wieder Energie weg. Wohin auch immer. So, wann taucht die Flotte wieder auf? 89. In 3 Monaten. Ja, leider immer noch abwandernde Fachkräfte. Was sind das? Streiks? Die spinnen ja wohl. Die werden gleich hier wieder unterdrückt. Was kommt jetzt? Was verlangen die denn jetzt? Oh, nicht schon wieder. Guvatan. Die und den. Ja, ich denke, wir werden bald wieder Krieg mit dem haben. Das ist ja wohl... Ich will die 3 Kolonien nicht einfach so aufgeben, das sehe ich gar nicht ein. Ich versuch's dann nochmal auf die Weise. Yo, okay. Aber dafür können wir dann die Kolonien behalten. Ja, so. Tolle Wurst. Mal schauen. Also Technik hat sich zwar etwas gebessert, aber gegen den kommen wir trotzdem nicht an. In keinster Weise. Plasmawerfer. Gucken, vielleicht bringen die ja ein bisschen was noch. So, wir müssen irgendwas gegen den hier unternehmen. Also, irgendwie müssen wir stärker werden als der. Wenn da mal jemand ein Rezept zu weiß, erzählt mal ruhig, würde ich mich drüber freuen. Aber im direkten Kampf haben wir gegen den einfach keine Chance. So. Aber, das können wir dann das nächste Mal klären.
Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen, Kommentar oder ein Abo da. Oder halt wirklich mal ein paar Tipps, wie ich dem vollen Empire hier mal ein paar auf den Nuss geben kann. Und ja, dann sehen wir uns morgen.